Wenn du aus dieser Krise und in Zukunft als einer der Gewinner rausgehen willst, dann schau dir dieses Video ganz genau bis zum Schluss an. Glaub mir, du wirst mir dankbar sein. Seltene Erden und Industriemetalle. Was weißt du darüber? Vielleicht hast du diese Begriffe schon einmal gehört, aber weißt nicht so recht damit anzufangen. Dabei hast du diese jeden Tag ganz oft in der Hand und vor dir. Du schaust gerade darauf. Sie sind in deinem Handy, deinem Computerbildschirm und Fernseher, deiner Photovoltaikanlage auf dem Dach, im Auto und vor allem auch im Elektroauto, deiner LED-Beleuchtung. All diese Dinge sind ohne diese Rohstoffe unmöglich und hiervon kannst du richtig profitieren. Wenn du bei mir vor 12 Monaten 100.000 Euro in Terbium und Dysprosium investiert hättest, dann hättest du jetzt rund 250.000 Euro steuerfrei. Und das nicht nur theoretisch als Zahl auf dem Papier, sondern in eigenem physischen Besitz. Bleib jetzt dran und erfahre wichtige Hintergrundinfos zu deinen Möglichkeiten mit diesen Rohstoffen und du erfährst auch, welche Punkte du unbedingt achten solltest, wenn du alles richtig machen und dir mit diesen Rohstoffen ein sicheres Vermögen aufbauen willst. Hallo, mein Name ist Heiko Lambert, ich bin über 20 Jahre als Anlageberater tätig und habe mich vor mehr als 10 Jahren auf nicht nachwachsende Rohstoffe in physischem Besitz spezialisiert. Tja, diese Wertsteigerung hast du vielleicht schon verpasst. Darum stellt sich dir vielleicht die Frage, wie schaut es denn nun in Zukunft aus? Ist es rentabel, jetzt in diese Rohstoffe zu investieren? Hierzu ein klares Ja. Denn wir brauchen immer mehr von diesen Rohstoffen für die Energiewende, für die Elektromobilität und Zukunftstechnologien. Nicht umsonst sind diese von der EU als kritische Rohstoffe eingestuft. Von manchen werden nicht einmal 100 Tonnen pro Jahr abgebaut. Und hierzu kommt noch, dass der größte Teil der Produktion aus China stammt. Doch gerade das letzte genannte Problem bietet dir eventuell noch besondere Möglichkeiten. Dazu komme ich später. Zuerst komme ich zu den Grundfakten. Vielleicht hast du ja auch schon gelesen oder gehört, dass es in der Industrie momentan Probleme gibt, weil keine Mikrochips hergestellt werden können. Autos können nicht gebaut werden, Elektrogeräte allgemein haben Probleme. Sony kann die PlayStation nicht ausliefern. Und dies hängt an den fehlenden Rohstoffen für Halbleiter. Für Halbleiter benötigt man vor allem Silizium, aber auch seltene Erden, die sind unabdingbar dafür. VW, Mercedes, Audi, BMW, Skoda, alle haben sie Kurzarbeit gemeldet oder schließen sogar vorübergehend komplett ihre Werke oder manche davon. Der Springer Verlag schreibt, dass in dem Jahr 2021 bisher 7,7 Millionen Autos weniger deswegen produziert werden konnten. Und der Infineon-Chef Reinhard Floss geht davon aus, dass diese Probleme sich noch bis 2023 hinziehen werden. Und jetzt kommen noch die Elektroautos dazu. Laut einer Studie des Fraunhofer Institutes aus dem Jahr 2015, welche extra wegen der Knappheit und die Sorge dieser Rohstoffe angefertigt wurde, wird alleine die Nachfrage nach Dysprosium und Terbium ab dem Jahr 2035 auf jährlich 14.000 Tonnen steigen. Aktuell beträgt die weltweite Jahresproduktion von Dysprosium 100 Tonnen. Stell dir das mal vor. Und damals wurde noch nicht genau eingerechnet, wie viel allein Tesla in Zukunft produzieren wird. Diese haben gerade im dritten Quartal 2021 eine neue Rekordsumme erreicht von 241.300 Autos. Und das Werk in Deutschland ist noch gar nicht am Netz. Wenn Tesla bis 2030 sein Ziel von 20 Millionen Autos pro Jahr erreichen will, benötigen diese alleine 20.000 Tonnen seltene Erden pro Jahr. In der gesamten E-Mobilität rechnet man mit der Steigerung von heute 10.000 Tonnen auf 60.000 Tonnen pro Jahr. Wow, was ist das für ein gigantisches Potenzial? Und jetzt überleg mal, dir gehört ein Teil davon. Der nächste wichtige Punkt ist die Energiewende. Diese ist ohne Edelmetalle und strategische Metalle unmöglich. Beispiel Windkraft. Laut der Studie des Fraunhofer Instituts steigt der Bedarf von Dysprosium und Terbium bis auf 1.200 Tonnen und der Bedarf von Neodym und Praseodym auf bis zu 18.000 Tonnen. Ja, zur Erinnerung, die weltweite Produktion von Dysprosium beläuft sich aktuell auf ca. 100 Tonnen. Photovoltaik, Silber und Indium. Ohne diese funktioniert keine PV-Anlage. Der Verbrauch von Indium ist von 1980 bis heute von 50 Tonnen auf 500 Tonnen gestiegen. Und der Bedarf steigt in Zukunft immens. So ist man zum Beispiel in Deutschland ab 2023 verpflichtet, jeden Neubau mit PV-Anlagen auszustatten. In Nordrhein-Westfalen sogar schon ab nächstem Jahr. Siehst du, welch enormer Bedarf in Zukunft herrscht und was das für ein gigantisches Potenzial für dich ist,
wenn du jetzt richtig in diese Rohstoffe investierst. Und ich habe noch gar nichts von Handy-Displays, Bildschirmen, 5G-Technik, Quantencomputern oder Zukunftstechnologien erzählt. Wobei, eine Zukunftstechnologie will ich ja gerade mal noch als Beispiel nennen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es Forschern gelungen ist, eine neue Supralegierung herzustellen. Diese besteht aus 14 Metallen, darunter auch Silber, Gold, Platin, Palladium und Iridium, Indium und Rhodium. Hieraus kann man sogenannte Superkatalysatoren herstellen, welche unter anderem immense Ersparnisse in der Elektrolyse von Wasserstoff bieten. Die haben ganz besondere Eigenschaften, die nur diese bieten können. Und Wasserstoff ist auch einer der wichtigen Zukunftsrohstoffe, die wir haben. Und hiermit kannst du auch davon profitieren. Und nun kommen wir zu China, dem eventuellen Bonus. Beispiel wieder Dysprosium und Terbium. Du hast gesehen, welchen Wertzuwachs die beiden im letzten Quartal gemacht haben. Und dies ganz natürlich wegen der gestiegenen Nachfrage. Und wie du eben gesehen hast, wird die Nachfrage auch in Zukunft von alleine weiter steigen. Da führt gar nichts dran vorbei. Jetzt schauen wir uns einmal einen längeren Zeitraum an. Und schwupps, schon ist die riesige Kurve, die es eben war, nur ein kleiner Huppel. Ja, siehst du, welches riesige Potenzial bis zum letzten Höchststand noch da ist? Was denn damals passiert? Ja, ganz einfach. China hat ohne Vorwarnung den Export auf 35% reduziert. Das hatte so große Auswirkungen auf den Weltmarkt, dass die Preise explodiert sind. Später auf Druck wurde die Grenze dann wieder runtergelassen. Und wie schaut es denn aktuell aus? China hat immer noch das Monopol auf die Produktion seltener Erden und damit ein riesiges Druckmittel gegen die ganze Welt. Du weißt ja auch, dass China und die USA in einem heftigen Handelsstreit miteinander stehen. Es geht da schließlich nur um die weltweite wirtschaftliche Vormacht in Zukunft. Und nun haben die USA und China wieder Gespräche aufgenommen. Wie erfolgreich diese werden, weiß ich nicht. Aber hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass China plötzlich ganz viel Umwelt schützen will und darum die Produktion ausgesetzt wurde, um Strom einzusparen? Und unter anderem wurden dadurch auch Apple, Tesla und Nvidia schwer geschädigt. Wer weiß. Also wenn China so weitermacht, erleben wir mit den Technologiemetallen wieder so einen Anstieg. Das Schöne ist, auch wenn China sich benimmt, werden die Preise in Zukunft steigen und explodieren. Wir sind gerade am Beginn eines sogenannten Rohstoff-Superzyklus. Das heißt, durch steigende Nachfrage, Verknappung des Angebotes und Inflation werden die Preise weiter stark steigen. Und du kannst davon immens profitieren. Aber Obacht, hier gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten. Auf diese gehe ich jetzt nur kurz ein. Ausführlich kann ich das mal in einem anderen Video erklären oder einfach im Beratungsgespräch. Es ist wichtig, die Rohstoffe in der Form zu halten, die Industrie benötigt. Bei vielen ist das die Variante Pulver und Oxid. Viele dieser Rohstoffe sind in dem Zustand aber giftig oder hochentflammbar, also ist die Lagerung daheim schier unmöglich. Einige davon gibt es auch bei deutschen Händlern in der richtigen Form und Reinheit zu kaufen, doch die Preise sind extrem hoch und lohnen sich eigentlich gar nicht. Und um den richtigen Gewinn erzielen zu können, benötigst du unbedingt Abnehmer in der Industrie. Und die kaufen keine Einzelbarren oder Pulverflächen von Privatpersonen, sondern diese arbeiten mit Großlieferanten zusammen. Nur so ist eine Abnahme der Metalle zum gewünschten Zeitpunkt und dem richtigen Preis auch garantiert. Ich empfehle dir zudem ein geeignetes Zollfreilager in Deutschland, weil du dir dort die Mehrwertsteuer sparst und nah an den Industrieabnehmern bist. Eine Lagerung im Ausland schafft hier Umstände und Kosten wegen Einfuhr. Einer unserer großen Abnehmer ist zum Beispiel Bosch und diese haben gerade eine neue Halbleiterfabrik in Deutschland errichtet. Diese ist die allzeit größte Investition der Firma Bosch überhaupt und hat 1 Milliarde Euro gekostet. Wenn du nun die Chance gerne richtig nutzen möchtest und Möglichkeiten suchst, deine Werte gegen alle Risiken sicher und rentabel zu investieren, kannst du hierzu gerne den Link unter diesem Video verwenden, um Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich werde in Zukunft weiter nützliche Informationen und Hintergrundwissen in meinem Kanal teilen und würde mich freuen, wenn du diesen jetzt abonnierst. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Heiko Lambert.